Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die liebe Nina hat sich von mir meine Nagellacksammlung gewünscht. Diesen Wunsch erfülle ich hiermit und ich hoffe, das Video gefällt dir. Ich hoffe natürlich, euch allen gefällt das Video bei der Nagellacksammlung. Ich habe relativ viel hier für das, dass ich mir eigentlich so gut wie nie die Nägel lackiere. Ich werde ein paar auch nach diesem Video aussortieren. Ich möchte nur, dass ihr jetzt meinen aktuellen Stand wisst und ich würde einfach sagen, ich starte mit der größten Sammlung und zwar ist das Catrice. Ganz einfach aus dem Grund, weil meine Schwester arbeitet in einem Supermarkt und dort haben sie mal ein paar Nagellacke zurückgerufen und der Vertreter hat ihr alle mitgegeben und da haben wir uns die dann eben geteilt. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viel hier. Und zwar habe ich die nach Nummer geordnet. Und ich zeige euch das einfach, blende euch die Nummer auch nochmal zum Verständnis so ein bisschen besser ein. Also falls ihr da Interesse dran habt. Wie gesagt, ich sortiere ein paar aus, schaut auf jeden Fall bei Kleiderkreisel vorbei, da stelle ich die dann ein. Da bin ich im Moment sehr aktiv, verkaufe sehr viel, tausche sehr viel. Also wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, schaut unten in der Infobox. Ich habe hier einmal diesen Ton von Catrice. Der sieht so aus. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so gut aufnimmt. Das ist ein Pinkton, das ist eben wie gesagt einmal diesen Ton hier, finde ich sehr schön und ja, den einmal, ich denke aber, dass ich den behalten werde, den finde ich nämlich sehr, sehr schön. Dann die Farbe 02 Pimp My Shrimp, das ist so ein schöner, ja, Orangeton, finde ich auch sehr, sehr schön. Dann die 07 Genius in the Bottle, das ist ein, ja, wie ihr sehen könnt, sehr glitzernder, jonglierender Nagellack. Das ist ein Goldton mit Goldglitzer drin und eben das jongliert so ein bisschen ins Blau, Grau. Finde ich auch sehr, sehr schön und ja, ist mir aber zu glitzernd. Der kommt auch weg. Dann habe ich hier einmal diesen Ton hier. Das ist ein Grünton, das ist von Catrice. Die Farbe 09 Hugo Moos. Ihr könnt es hier auch einmal lesen. Das ist ein Grünton und ich weiß auch nicht. Ich finde den schön. Das ist ein sehr schöner, dunkler Grünton. Aber wie gesagt, ich lackiere mir die Nägel nicht. Und dann gleich sowas Auffälliges ist halt immer so ein bisschen blöd. Dann habe ich einmal die Farbe 12. Walk the Line. Das ist ein Gelbton. Ohne groben Glitzer und Schimmer. Also einfach ein Gelbton. Sehr, sehr... ja, limettiger Gelbton. Dann einmal von Catrice eben noch die Farbe 13. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, ein dunkler Lila-Ton. Wenn ihr auf Kleiderkreisel geht, die Dinger, die ich verkaufe, da sind die Farben dann ein bisschen besser wiedergegeben, wie hier. Dann einmal von Catrice diesen Ton. Der hat wieder ordentlich Glitzer und Schimmer, falls ihr das erkennen könnt. Das ist hier ein Lila-Ton. Mit blauem und lilanem Glitzer drin. Ist auch nicht so meine Farbe. Und dann einmal noch diesen Ton. Das ist ein Rotton. Finde ich auch sehr schön. Und zwar ist das die 17. Mag ich auch ganz gern, aber rot mag ich sowieso nicht, weil meine Nägel sind sowieso sehr brüchig und splissig. Wenn man splissig sagen kann zu Nägeln. Da ist rot nicht so gut, weil das setzt sich dann extrem in den Nägeln fest. Dann die Nummer 18. Das ist auch ein Rotton. Dann habe ich hier die 20, die finde ich sehr schön, die werde ich definitiv auch behalten. Das ist so ein Korallton, mag ich sehr, sehr gern. Von Catrice eben auch und das ist, wie gesagt, einfach ein Koralleton. Ich finde, der steht mir, obwohl es auch ein so Orangeton ist, aber hier ist noch so ein bisschen Pink-Einschlag mit drin, den werde ich auch behalten. Dann einmal von Catrice diesen Ton hier, das ist ein sehr, sehr heller lila Ton mit einem Goldglitzer drin. Der sieht so aus, als wenn man den Glitzer erkennen kann. Dann habe ich hier noch einen Ton, das ist dieser Ton hier. Ob man den jetzt so gut erkennen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr dunkler lila Bärenton. Beziehungsweise mehr ins Lila, so sieht man es glaube ich ganz gut. Mit einem Schimmer drin, den mag ich auch nicht so. Wie gesagt, Schimmer ist nicht so mein Fall. Dann habe ich hier einmal die Farbe 34. Das ist ein Grünton, ein so grün-beige Ton, um es besser auszudrücken. Das ist ein Grünton mit goldenem Schimmer, finde ich aber nicht so schön.
Einmal habe ich hier diesen Ton, das ist von Catrice die Nummer 35. Das ist ein Petrolton mit blauem und silbernem Schimmer drin. Sehr, sehr schön. Aber ebenfalls, ja, nicht so mein Ton. Der kommt auch weg. Also die meisten kommen weg. Schaut auf jeden Fall auf Kleidergreifen vorbei. Ich biete die auch günstig an, weil die sind jetzt ein bisschen älter und ein paar sind auch schon ein paar Mal verwendet worden. Dann habe ich hier einmal diesen Ton von Catrice. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, so ein braun-rot-Gemisch. Ohne Glitzer, ohne Schimmer drin. Ist aber auch nicht so meine Farbe. Das ist die Farbe 38. Und einmal hier gibt es auch nicht viel dazu zu sagen, die Farbe 40. Ja, das ist einfach so ein Topper mit silbernen Glitzerstückchen drin. Dann mache ich weiter mit UMA. Da habe ich zwei Stück. Beide noch nicht verwendet. Beide aus der Glossy Box Young. Beide nur einmal aufgehabt, die Farbe angeschaut und wieder weggepackt. Einmal diesen kleinen Nagellack, das ist von UMA, ein Pinkton, wie ihr erkennen könnt. Und zwar ist das die Farbe Sweet Love. Und einmal habe ich hier von UMA Get Freaky Nail Polish, das ist ein Orangeton in der Farbe Freaky Orange. Dann habe ich hier einen von U-Star, da weiß ich gar nicht, wo es den gibt, der war auch mal in der Glossy Box Young. Das ist hier so einer mit so einem Stern drauf. Das ist ein Goldton mit ja, Glitzer drin. Das ist auch nicht so mein Fall. Ich denke, der kommt auch weg. Das ist Million Nail Polish. Ja, 8 ml ist jetzt nicht so viel, aber der kommt auch weg. Den werde ich auch verkaufen. Dann habe ich einmal von Maybelline. Aus der New York Color Show Reihe, aus der Stripped Nude Variante. Auch dieser Flitter hier, das ist eben auch so ein Topper, aber diesmal in Orange mit Glitzer. Das ist die Farbe 229 Bronze Me Up, der war auch mal in der Glossy Box Young, auch noch nicht einmal verwendet. Und einen, den habe ich schon öfter verwendet, der bleibt auch in meiner Sammlung, von So Spring, ich weiß nicht, ob das die Marke ist, ich kann es nicht genau sagen, diesen hier, da war wie gesagt meine Glossy Box. Der hinterlässt einfach so ein sehr, sehr gepflegtes Aussehen auf den Nägeln, mag ich sehr gern, habe ich auch schon echt lange hier, liebe ich. Dann habe ich hier zwei von P2 und zwar zu einem, der war mal gratis bei so einem Set von Balea mit bei und zwar der Lost in Glitter Polish, das ist dieser schöne Ton hier, das ist dieser hier, das ist ein Basiston ist eben hier so, ja, so blau-grünlich. Und dann sind hier halt eben so blau und pink und silberne Glitzerstückchen drin. Und einmal von P2 aus der Color Victim Nail Polish Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Ich glaube nämlich nicht. Die Nummer 950 Like a Movie Star. Die einmal. Finde ich sehr, sehr schön. Ich denke, der Ton wird bei mir bleiben. Ich mag den sehr, sehr gerne. Beziehungsweise drei von Rivale Loop und ein von Rivale Loop Young. Einmal aus der Jolie Fleur Reihe. Das ist so ein Duftnagellack. Die Nummer 02 Jolie Rosé mit Himbeerduft. Den werde ich behalten. Der riecht sehr, sehr gut. Der sieht auch schön aus auf meinen Nägeln. Deswegen wird der bei mir bleiben. Und dann einmal total das Flop-Produkt. Von Rivale Loop Express Nails 45 Seconds. Dieser, ja, Express Dry Nagellack. Das ist ein schönes Nagellack, aber passt einfach nicht zu meinem Hautton. Deswegen kommt er auch weg. Und einmal von Rivale Loop aus der High Shine Nail Color Reihe. Das hat mir die Lona mal zugeschickt. Das ist so ein, ja, auch wieder so ein Glitzer-Topper, den ich aber sehr schön finde. In Pink mit so ein bisschen Silber. Finde ich sehr, sehr schön und der wird bei mir bleiben. Der passt nämlich super gut zu diesem Jolie Fleur als Überlack. Und einmal von der Rivale Loop Young Gel Look Nail Polish Reihe. Diesen Farbton. Der war jetzt erst in der Glossy Box Young. Das ist die Farbe 09 Lazy Days. Und dann kommen wir jetzt zu meinen Essence Nagellacken. Da habe ich auch ganz relativ viel hier. Und zwar zu einem, den habe ich, glaube ich, von meinen ganzen Nagellack am meisten bisher verwendet. Und zwar von Essence aus der Studio Nails Reihe, den Hardening Nail Base, härtender Unterlack.
Ja, habe ich mal eben gekauft, weil meine Nägel eben so brüchig sind. Ihr seht, der ist auch gut leer. Mag ich sehr gern, kann ich nur empfehlen. Lasse ich aber im Moment wieder sehr schleifen, aber will ich jetzt wieder anfangen. Dann aus der Essence Nail Candies Reihe ein Nagellack, den habe ich mal im Ausverkauf gekauft. 6 in 1 ist die Farbe vom Licht einfach. Das ist hier so ein, was ist hier so ein Newton mit sehr, sehr viel Glitzer drin, wenn ihr das erkennen könnt. Aus der Essence All of Trends Reihe, aus der The Nudes Variante, die Farbe 06 Baby Doll, und das ist auch ein heller Ton, wobei man den Glitzer hier sehr, sehr schlecht wahrnehmen kann. Aber es ist definitiv Glitzer drin. Mag ich sehr gern, kommt aber auch weg. Und dann habe ich hier 5 normale Fläschchen. Zwei sind aber auch limitiert gewesen. Und zwar aus der Essence Mountain Calling Limited Edition. Diese beiden Töne. Hat mir beide die Ilona mal zugeschickt. Einmal die 02 Wheel of Winter Holidays. Und einmal dieser schöne Blauton, die 01 Today It's Fun Day. Den grünen werde ich weggeben, den blauen werde ich behalten. Den finde ich nämlich sehr, sehr schön. Dann habe ich einmal in der Glossy Buxan gehabt, die Nummer 24 in den Sommer. Werde ich auch behalten. Passt super zu meinem Hautton, deswegen bleibt der hier. Und einmal ein Weißton, dachte ich mir, muss ich jetzt auch mal ausprobieren, weil viele sagen, ja, das lässt die Nägel gepflegter aussehen. Ja, nicht wirklich. Die Nummer 33 Wild White Ways. Den einmal ein Weißton halt einfach. Und einmal ein ganz normaler Klarlack. Aus der Color and Go Reihe, das ist die Nummer 101, absolut pure. Dass einfach die Nägel ein bisschen besser glänzen, der einmal. Und ja, das war's auch schon. Das war meine Nagellacke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!